Beating Fate, Kapitel 2. Schön, dich zu treffen. Was tut eine Mutter, wenn sie merkt, dass ihr Kind nicht mehr im Zimmer ist und sich draußen ein Mörder durch die Stadt schleicht? Richtig, eine Tasse Tee trinken. Nein. Völlig entsetzt rief meine Mutter die Polizei, welche auch relativ schnell erschien, da die Beamten auch schließlich keine weiteren Todesfälle verzeichnen wollten. Kurz darauf klingelte es an der Tür. Dies könnte nur die Polizei gewesen sein. Ja, kommen Sie herein, die Tür ist offen. Meine Mutter lässt wahrscheinlich oft und gerne die Tür offen, weil wir alle ein relativ gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn haben. Nur vielleicht wäre es in Zeiten wie diesen nicht wirklich schlau gewesen, das Haus für jedermann zugänglich zu lassen. Plötzlich traten zwei Polizisten ins Wohnzimmer ein. Der eine männlich, schwarze Haare und im Alter von ca. 30 Jahren. Die andere weiblich, blonde lange Haare und rund um die 25. Die Polizei, wie sie verlangt haben. Was ist vorgefallen? Sie klang am Telefon ganz aufgelöst, fragte die Polizistin besorgt. Die Arme konnte sich vor Tränen kaum noch halten und versuchte die Polizei auf den TV-Bericht hinzuweisen, welcher erst vor wenigen Stunden ausgestrahlt wurde. Sie erklärte beiden ebenso, dass ich heute Morgen erst in einer nicht so guten Laune schien und dass sie sich wegen meinem plötzlichen Verschwinden, insbesondere wegen dem freilaufenden Mörder da draußen, große Sorgen machen würde. Die Polizisten verstanden dies und nahmen alle Daten auf. Später, dennoch am selben Tag, traf ich auf ihn. In einer Gegend mit relativ vielen Häuserblöcken stand er mit einem jungen Fräulein, welche Naivität relativ ausgestrahlt hat. Es hätte mich echt nicht gewundert, wenn sie das Wort naiv höchstpersönlich erfunden hätte. Beide standen sich Hand in Hand gegenüber. Während sie ihn ganz verliebt anschaute, guckte er eher gelangweilt durch die Gegend und ab und zu konnte ich erkennen, dass sein Blick auch eher interessiert auf ihrem Ausschnitt landete. Dabei dachte ich mir in diesem Moment eigentlich noch gar nichts Böses. Ich war fertig mit der Männerwelt fürs Erste. Sollen sie doch alle machen, was sie wollen. Sollen doch ebenso die Frauen weiterhin auf die billigen Anmachen der Männer drauf eingehen. Dies war mir alles egal. Es ist so unglaublich, dass wir uns nach so kurzer Zeit kennengelernt haben. Ich spüre schon richtig, wie es zwischen uns kribbelt, versuchte das Mädchen jenes Gespräch der beiden weiterzuführen. Ein Grinsen konnte ich mir nicht verkneifen. Würde sie selbst dann nur wissen, was manche Männer für Schweine sind, wüsste sie genau, was bei dem gerade kribbelt. Mir wurde deren Unterhaltung an dieser Stelle zu banal und ich wollte an beiden einfach nur vorbei. Doch als ich gerade an ihm vorbei wollte, trafen sich unsere Blicke für einen ganz kurzen Moment. Sein Blick hieß nichts Gutes. Er schaute mich wie eine Trophäe an, die man nach einem Wettkampf gewonnen hat. Mein Herz raste extrem schnell und so laut, ich konnte es hören. Konnte er meinen Herzschlag auch hören? Als was arbeitest du nochmal? Und schon war ich wieder raus aus seinem Bann. Jene Schritte führte ich mit Bedacht fort. Jetzt könnte jeder Schritt mein letzter sein. Sein Blick verfolgte mich in Gedanken. Er ließ mich einfach nicht los. Wer war der Typ? Es war bereits schon dunkel geworden und ich hatte keinen Unterschlupf. Nach Hause wollte ich garantiert nicht mehr, weil ich genau von da abgehauen bin. Mir fiel in diesem Moment nur eine Person ein, bei der ich übernachten könnte. Und genau zu dieser wollte ich eigentlich nie wieder in meinem ganzen Leben. Marvin? Hier ist Chloe. Zurückhaltend piepste ich ins Telefon, in der Hoffnung auf Antwort der gewählten Rufnummer. Ich weiß, wir sind fertig. Es ist aus. Dennoch bin ich von zu Hause abgehauen. Ich habe keine Unterkunft für diese Nacht. Es ist so kalt draußen und du bist meine einzige Anlaufstelle. Dies zuzugeben war schon ein großes Geständnis. Marvin hat es sicherlich genossen. Wenige Tage, nachdem es vorbei ist, ruft ihn seine Ex an und fragt, ob sie bei ihm übernachten kann. Für ihn war das sicherlich ein klarer Sieg. Für mich nur eine sichere Unterkunft für eine Nacht. Genau, weil er im Innern immer noch ein Junge ist und Jungs immer noch mal drauftreten müssen, antwortete er wie folgt. Was willst du, Chloe? Ich hab dir doch gesagt, es ist aus und vorbei. Jetzt kommst du wieder an. Schon witzig, findest du nicht? Eine Minute sich cool zu fühlen hatte er wohl gebraucht. Lappen. Wie gesagt, Marvin, ich weiß mir nicht weiterzuhelfen. Es ist nur für eine Nacht. Bitte lass mich bei dir rein, flehte ich ihn peinlicherweise an. Na schön, von mir aus. Eine Nacht darfst du bei mir bleiben, aber nur, weil sich draußen ein Mörder rumtreibt. Und das sagt ihr mir erst jetzt? Ich bin mitten in der Nacht an einer der wohl gruseligsten Tankstellen überhaupt und er meint nebenbei zu mir am Telefon, dass sich draußen ein Mörder rumtreibt. Woher weißt du das? Wollte ich wissen. Das lief im Fernsehen. Er ist ca. 1,80 Meter groß,
hat brünettes Haar und sucht speziell nach weiblichen Opfern. Meine ganze Umgebung fror ein und ich erinnerte mich. Diese Beschreibung passte genau auf den Kerl von vorhin, der mich so eigenartig angestarrt hatte. Er soll ein Mörder sein? Und was viel wichtiger war, ich bin ihm begegnet?